Deswegen ist es teilweise in Hochsicherheitsgefängnissen nicht gestattet zu rauchen. In den normalen Gefängnissen darf man das durchaus, wenn man da nicht irgendwie negativ aufgefallen ist. Zumindest in Deutschland, so kenne ich es, darf man das auf jeden Fall. Also ich war zum Glück noch nie im Gefängnis, aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass in den deutschen Gefängnissen das Rauchen verboten ist. Da haben wir noch einen Tunnel gefunden. So. Es kostet auch ganz schön Geld, dieses Verschließen von Tunneln, ne? Das ist gar nicht mal so billig. Aber wir machen 440 Gewinn. Money out 4856 und Money in 5300 Dollar. Wir wollten ja den Chief entlassen, ne? Der kostet uns ja nämlich auch 500, glaube ich, pro Tag. Ne, 200. Gucken wir mal, ob wir den entlassen können und dann trotzdem noch das Deployment haben, also das Deployment benutzen können. Ja, können wir. Gut. Hätten wir noch irgendwas erforschen müssen mit ihm? Nö. Brauchen wir auch nicht mehr. Prima, dann können wir uns den halt auch sparen, ne? Ich weiß nicht, den Vorarbeiter, haben wir den schon entlassen, den Vorarbeiter? Ja, Vorarbeiter haben wir schon entlassen. Brauchen wir einfach nicht, ne? Der kostet uns auch nur unnützig Geld und dann haben wir auch einen Daily Cashflow von 644 Dollar. Ich hoffe, das hat sich jetzt erhöht oder wie? Ich habe jetzt nochmal den Wert zweimal gesagt und einfach so getan, als wäre, als hätten wir jetzt mehr Geld pro Tag. Hoffe ich nicht, ne? Aber hätte auch passieren können. So. Okay. Naja, scheint in die Einzelhaft zu kommen. Ja, 5 Stück müssen in die Einzelhaft. So viele Einzel Haftzellen haben wir gar nicht. Ja. Dann müssen sie halt ein bisschen warten. Und es gefällt mir wirklich, also es wird echt sauber hier in unserem Gefängnis. Strom haben wir massenweise. Nachdem der Bug jetzt dann mal weg war, haben wir wirklich massenweise Strom. Dann können wir ja am nächsten Tag wirklich mal gucken, dass wir hier nochmal ein paar Hantelbänke reinpacken und vielleicht noch ein paar Telefonzellen in den Yard. Ja. Das sollten wir wirklich mal machen. Oder ich nehme hier mal die Freizeit weg und sage wirklich, sie sollen in den Yard gehen. Ne? Nach dem Duschen ab in den Yard. Das könnte vielleicht ganz gut kommen. Müssen wir mal ausprobieren, ob das den Gefangenen gefällt. Ihre neue Tagesgestaltung, die ich mal für sie übernommen habe. Ja. Jetzt wachen sie auch gleich auf. Es ist gleich 5 Uhr. Dann heißt es aufstehen in meinem Gefängnis. Ja, aber die Müllbeutel werden immer noch nicht entfernt, ne? Liegt hier immer noch überall rum. Der auch. Ich weiß nicht, ob das da einfach vom Platz aus nicht ausreicht, ne? Wurms. Wo ist er denn? So. Ach nein, guck doch mal an, das sind auch Deliveries. Dass mir das jetzt auch erst auffällt, ne? Ach Mann, ich bin auch ein bisschen blöde, ne? So. Okay, jetzt kann unser Müll auch mal abtransportiert werden, ne? Wenn man dafür auch eine Zone festlegt, dann kann man den Müll auch abtransportieren. Wo flitzt er denn hin? Ach, er ist entlassen, er möchte nach Hause. Für einen Überfall, also ja, für räuberische Erpressung oder einen Raub. Eigentlich nur Raub. Erstmal, wie viele Jahre hat er bekommen? 5 Jahre. Dann hat er sich auch verdient, dass er mal, ja, entlassen wird. Aber hoffentlich benimmt er sich und nicht, dass wir ihn dann bald wiedersehen in unserem Gefängnis. Jetzt haben wir nur noch 37 Gefangene. Damit sinkt natürlich unser Daily Cashflow. Tja. Aber ich glaube, um 8 Uhr kriegen wir eh nochmal Geld pro Gefangener. Ich weiß nicht, ob das hier mit einberechnet ist. Nee, das ist schon mit einberechnet. 3700 kriegen wir im Moment. Ja. Ist jetzt nicht so begeisternd, unser Verdienst pro Tag, sage ich jetzt mal. Da wird einer gerade mal durchsucht. Hat der was dabei gehabt? Eigentlich war doch ein Shakedown. Da kann er doch eigentlich gar nichts dabei haben.
Nee, er hatte auch nichts dabei. Gut, dann können die auch noch mal ein bisschen telefonieren mit ihren Angehörigen. Was kostet denn so eine Telefonzelle? 300, ui, das ist aber teuer. Na, da sind die Walkbenches aber besser. Walkbenches sag ich schon, die Weightbenches, so. Bench, so. Jetzt habe ich es aber. Dann setzen wir hier dann nochmal 6 Stück hin. Vielleicht fühlen sich dann unsere Gefangenen ein bisschen besser. Dann haben sie noch ein paar mehr Möglichkeiten. Was ich schön finde, wäre noch so ein Basketballfeld oder sowas, dass man das hier noch reinsetzen könnte. Im Moment sind die Möglichkeiten ja ein bisschen beschränkt. Gut, es ist halt noch eine Alpha, ne? Dann setzen wir uns nochmal dran, dass wir das Ganze hier mal ein bisschen verschönern. Indem wir hier nochmal ein bisschen Gras reinsetzen. Da und hier. Dann haben wir noch 8500. Können wir hier nochmal einen Baum reinsetzen. Da unten nicht, da macht er sich dann nicht so gut. Da nimmt er mehr Platz weg als alles andere. Aber da könnte der wirklich gut sein, der Baum. Der könnte sich da echt gut machen. Unser Yard ist auch ganz schön voll jetzt, ne? Also mit 37 Gefangenen müssen wir dann doch vielleicht nochmal irgendwann bis hier hinten erweitern, ne? Aber das können wir später machen. Jetzt nehme ich schon fast schon seit 51 Minuten auf oder noch mehr. Das ist jetzt nicht ganz im Bilde, weil ich vorher mal wieder vergessen habe, meine Stoppuhr anzumachen, wie immer, ne? Ich vergesse das jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal. Also könnte es teilweise schon sein, dass ich schon seit einer Stunde aufnehme. Da habe ich gerade einen Schreck bekommen, weil ich gedacht, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Und laber hier schon vielleicht eine Stunde lang. Aber nein, das FIPS-Logo ist rot. Das heißt, ich nehme auf. Meine Sprachaufnahme wird hoffentlich auch aufgenommen. Ansonsten habe ich so ein kleines Problem, da muss ich das nämlich noch kommentieren. Das könnte doch ein bisschen auf die Nerven gehen. So, unser Müll wird abtransportiert, sehe ich hier gerade. Das freut mich. Ja, die hauen alle rein. Die haben jetzt alle Hunger nach so einem Freigang. Dann gehen die vielleicht auch besser gelaunt zur Arbeit. Und wir haben überhaupt kein Danger Limit. Es läuft hier alles. Die sagen alle, schickes Gefängnis, prima, hier komme ich gerne hin. Hier bleibe ich. Ansonsten, wenn ich dann in der Freiheit bin, dann mache ich irgendwas und dann komme ich wieder hierher, ne? So einfach ist das. Wir sollten uns mal ein Security Room leisten. Bin gerade überlegen, ob ich den hier hinsetze. Aber ich muss dazu erstmal was gucken. Und zwar brauche ich mal diesen Monitor. Okay. Ja. Das würde sogar passen. Dann würde ich sagen, bauen wir den doch mal. Was kostet das? 1080? Ja, okay. Sollen die erstmal bauen? Ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Ja, ihr möchtet da rein. Ist kein Problem. Hier sehe ich gerade, da fehlen uns noch zwei Platten. Zwei Bodenplatten. Die wir da mal hinsetzen sollten. Gut. Ja, als nächstes brauchen wir unbedingt einen weiteren Block. Neuen Gefangenenblock. Dann werde ich auch schon mal hier hin planen. 16 mal 12. Gut. Im Nachhinein müssen wir dann hier wieder unsere Mauer ziehen, die wir dann ja brauchen. Weil dann wird es nämlich auch eng mit den Duschen. Deswegen muss ich ja hier schon anbauen. Ne? Aber wir haben ja hier nochmal Duschen, wo die auch reingehen können. Und von daher sind Duschen im Moment noch nicht so unser Problem. Das heißt, wir können das hier durchaus erstmal so bauen und planen das dann später nochmal um. Es sollte nicht so das Problem sein. Okay, hier kommen die Trucks rein. Mhm. Schön. Hier wird langsam auch unser Rasen gesetzt. Da gucken wir doch mal ein bisschen zu, während ich hier erzähle. Und nochmal einen Schluck trinke. Okay, dann ich habe jetzt getrunken,
Ich bin zufrieden, ich habe mein Durstbedürfnis gestillt. Da kommen neue Platten für uns. Wie weit sieht das denn hier aus? Okay. Ansonsten können wir hier unten auch noch mal Pressen dran setzen und sägen. Könnten wir hier noch zwei hinsetzen und da noch zwei. Okay. Das macht sich ganz gut. Okay, das ist hier irgendwie falsch rum. Das stört mich jetzt aber auch nicht. Ich möchte das nicht korrigieren. Da jetzt keine Lust, das dann irgendwie auszuprobieren. Das könnte auch einfach nur ein Bug sein, dass der einfach nur falsch rumsteht. Oder er möchte einfach von der anderen Seite arbeiten. Er ist Linkshändler oder Rechtshändler. Ich weiß es nicht. So, okay. Ach, wir können unser Danger Limit deswegen nicht mehr sehen, weil wir unseren Shift, denke ich mal, nicht mehr haben. Genau. Tja, das sieht aber alles nicht so schlimm aus gerade. Drei Gefangene sagen, sie wären gut behandelt, sieben, dass sie schlecht behandelt wären. Das ist jetzt nicht so problematisch, sage ich jetzt mal so. Okay. Gut. Das macht sich doch ganz gut, unsere grüne Ecke hier, die wir jetzt hier am Anfang eingerichtet haben. Bin ich mit zufrieden. Wenn wir das später für alles hier machen, dann sieht unser Gefängnis richtig, richtig schick aus. Weil ich finde, ein Gefängnis muss auch optisch ein bisschen schön sein. Und da ich gerade hier so auf Optik abfahre, gönnen wir unseren Gefangenen nochmal was. Und machen hier auch überall Rasen rein. Und setzen. Naja, einen Baum können wir da schlecht reinsetzen. Das passt dann nicht. Wenn das vier Felder breit wäre, dann würde ich da einen reinsetzen. Weil dann ist auf der linken Seite ein Feld frei und auf der rechten Seite ein Feld frei. Aber so gefällt mir das noch nicht. Obwohl das dann halt einfach ein bisschen blöder aussieht da unten, ne? Oder wir machen da eine Einzelhaft rein. Ja, eine Einzelhaft. Wir setzen da eine Einzelhaft rein. Dann nehme ich da mal den Boden weg. Den brauchen wir dann nicht in dem Fall. Gut. Ja, prima. Okay, das ist schon soweit fertig. Also naja, noch nicht fertig, aber hier werden die letzten Sachen gesetzt. Und dann ist das auch fertig. So, jetzt läuft er raus und klack, von oben müsste das runterkommen. Genau jetzt. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier wieder eine Brick Wall reinsetzen. Da möchte ich auch eine Brick Wall haben. Und wir brauchen eine Tür. Und zwar eine Step Door. Und zwar, ne? Da. Gut. Okay, Leute. Ich bin zwar gerade so in dem Fluss drin, dass ich hier ganz dolle Lust habe. Aber ich wollte heute noch was anderes aufnehmen. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen, ja? Und ich habe jetzt erstmal ein paar Folgen im Voraus aufgenommen für Prison Architect, die ich dann in der Nacht rendern werde. Nur noch in 720p. Am Anfang habe ich angefangen, das Ganze in 1080p zu rendern. Das lohnt sich aber einfach nicht. Da bin ich knapp eine Stunde, Stunde 20 pro 15 Minuten Teil dabei zu rendern. Das ist mir dann ein bisschen viel. Bei 720 sind es dann nur noch 45 Minuten. Ja. Das ist zu verkraften. Außerdem habe ich dann ja mehrere Mal, also ich habe ja mehrere Fenster dann offen von Sony Vegas. Das ist mein Renderprogramm. Tja. Und da dauert das dann halt ein bisschen, also es ist kürzer, ne? Also anstatt, wenn ich auf 1080p rendern würde, dann würde das Ewigkeiten dauern und das möchte ich einfach nicht. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, ne? Ist ja nicht nur der Spaß, sondern es kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Sony Vegas hatte ich halt rumfliegen, das brauchte ich eh. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.